Rollen. Es wird einfach nicht langweilig. Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen riesen Fan-Merchandise-Haul für euch. Ich habe nämlich die letzten Wochen fleißig geshoppt, sei es jetzt online oder sei es bei Primark und Co. vor Ort. Und ich habe auch zum ersten Mal bei Redbubble bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber dort laden verschiedene Designer ihre Kunstwerke hoch und dann kann man sich's auf Tassen, auf T-Shirts, auf Tanktops, auf was weiß ich nicht alles drucken lassen. Und da ihr wisst, dass ich letztens erst Life is Strange Before the Storm gespielt habe, habe ich mir es nicht nehmen lassen, mir ein Life is Strange T-Shirt auszusuchen. Ich würde sagen, wir starten direkt damit und dann kämpfen wir uns nach und nach durch, um meine ganze Fan-Merch-Liste abzuarbeiten. Natürlich habe ich mir ein T-Shirt mit meinem Lieblingscharakter drucken lassen. Chloe ist so richtig schön rebellisch, sagt, was ihr gerade in den Sinn kommt, nimmt kein Blatt vor den Mund und ist einfach eine Powerfrau. Außerdem ist es schön weit geschnitten. Ich mag das ja, wenn es nicht so press an einem liegt, sondern einfach schön locker fällt. Und da wir jetzt gerade bei Textilien sind, zeige ich euch gleich das nächste T-Shirt. Und das wäre dieses hier. Das gab es bei Primark. Da steht drauf: Hulk, Thor, Iron Man, Hawkeye, Captain America and me. Ich weiß nicht mehr, was ich genau dafür bezahlt habe. Es liegt jetzt auch schon ein paar Wochen hier rum. Aber ich als großer Captain America Fan muss natürlich auch was haben, wo Captain America draufsteht. Ich zeige euch jetzt mal noch, wie es angezogen aussieht. Das ist schon ein gutes Stück enger geschnitten als das Life is Strange T-Shirt. Außerdem ist das Me in so einem schönen Gold-Glitzerton, so einer Glitzerfolie gemacht. Ich finde es richtig schön und würde mir es direkt nochmal kaufen, wenn ich es nochmal sehen würde. Das dritte T-Shirt, das kann ich euch leider nicht zeigen, weil es schon in der Waschmaschine ist. Das hatte ich nämlich gerade die Tage schon angehabt. Das habt ihr aber in einem meiner letzten Videos gesehen. Das ist nämlich das schwarze T-Shirt mit der Harry Potter Brille und dem Blitz. Ich verlinke euch gerne mal hier das Video, wenn ihr das T-Shirt sehen wollt. Das vierte T-Shirt habe ich mir eigentlich gar nicht selbst gekauft. Ich habe es nämlich geschenkt bekommen und das wäre dieses hier. Das ist ein Game of Thrones Shirt mit dem Hauswappen der Targaryen vorne drauf. Ich stehe ja total auf Khaleesi. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euer liebster Charakter ist. Das Gute an dem T-Shirt ist, dass es richtig qualitativ hochwertig ist. Es ist kein so billiger, durchsichtiger, weißer Stoff, wie man sonst ganz oft findet. Es ist ein richtig schön angenehmer, dicker Stoff. Dann habe ich mir noch diesen Schlafanzug gekauft. Den habe ich bei Primark gekauft. Ich war nämlich auf der Suche nach einem neuen Schlafanzug mit langen Beinen. Ich mag auch diese Kupferelemente drauf. Ich bin ja momentan sowieso so im Kupferwahn. Deshalb ist das jetzt aktuell mein Lieblingsschlafanzug. Dann habe ich mir eine App runtergeladen, die heißt Wish. Die kennt ihr bestimmt. Da kriegt man so viel Fan-Merch, dass man sich damit erschlagen lassen kann. Da habe ich mir zwei Kissenbezüge gekauft. Einmal den hier. Immer für mein Gesicht. Einmal den sprechenden Hut und einmal so, die Heiligtümer des Todes. Richtig schön in so einem Aquarell-Style gemacht. Ich muss mir jetzt nur noch zwei neue Kissen dafür kaufen, weil die, die ich daheim hatte, die haben leider nicht reingepasst. Die waren ein bisschen klein. Ich muss das jetzt mal abmessen und dann mal eine Runde zu Ikea fahren und schauen, ob ich da schöne Kissen für reinfinde. Dann habe ich noch was für euch, das ich auch bei Primark gefunden habe. Und das ist diese süße Tasse hier. Ich liebe Tinkerbell und es ist auch wieder so schön kupfermetallig. Ich bin momentan total verliebt in diese Farbe. Die Tasse ist eigentlich aber viel zu schade zum Benutzen. Ich habe ganz viele Tassen, die ich einfach nur im Regal bei den Büchern oder bei meinen DVDs stehen habe, die einfach nur schön aussehen. Es ist leider Gottes wirklich so. Und dann habe ich mir noch eine zweite gekauft. Da kann ich euch nachher ein Foto einblenden. Die ist aber nämlich gerade in der Spülmaschine und läuft. Das ist eine Harry Potter Tasse in Schwarz und irgendwas mit Don't let the muggles get you down oder sowas hier drauf. Ich blende es euch gleich nochmal ein. Dann habe ich mal noch was richtig Cooles bei Wish geholt. Und zwar diesen Captain America Wackelkopf. Es wird einfach nicht langweilig. Aber es ist eigentlich keine Aufstellfigur einfach für einen Schrank, sondern das hier kann man rausnehmen. Und kann man so wie man möchte rausfahren. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich zeige euch gleich nochmal die Nahaufnahme. Und dann kann man das Ganze als Handyhalter umfunktionieren. Fand ich richtig cool. Ich habe nämlich auf der Arbeit immer mein Handy einfach so auf dem Tisch liegen. Und so kann ich es einfach neben meinen Monitor stellen. Es steht aufrecht und ich sehe genau, wann eine neue Nachricht kommt. Auch wenn ich es auf der Arbeit eigentlich nicht sollte. Und dann habe ich mir noch zwei weitere Dinge bei Wish gekauft. Normalerweise mache ich meinen Schmuck ja selbst. Ich habe ja auch den Online-Shop extra. Aber manche Dinge, die kaufe ich mir auch einfach gern bei anderen. Und das wäre zum Beispiel dieser Ring hier.
Das ist ein ganz normaler Aluminiumring mit dem Heiligtümer des Todes vorne drauf gedruckt. Und last but not least habe ich mir noch ein Armband bei Wish bestellt und das wäre dieses hier. Und zwar ist das dasselbe Motiv, wie ich auf meinem T-Shirt habe. Das ist nämlich die Harry Potter Brille mit dem Blitz. Ich habe das Armband super gern an, einfach weil der Anhänger durch das filigrane Armband super schön zur Geltung kommt und das Ganze aber an sich nicht am Handgelenk so wuchtig wird. So ihr Lieben, das war mein riesen Fan-Merchandise-Haul. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch einen der Artikel habt oder was ihr allgemein von Online-Bestellungen bei Wish und Co. haltet. Ich würde sagen, ich höre auf zu reden. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!